Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ja, die Folge hat geendet damit, dass wir hier ein Vieh stand und von einem Tentakel gegrabt wurde. Und wir wollen jetzt mal schauen, woher das kam. Wobei, um ehrlich zu sein, will ich das gar nicht wissen. Ja. Sieht ja schon eklig genug aus hier. Okay. Könnte ein Ventilator sein. Gott, ey. Sieht echt reichlich eklig aus. Mal wie das da pocht, ey. So, diesmal nicht. Diesmal habe ich es gesehen. Das. Eine Bombe und. Okay, da werden wir. Entschuldigung. Da werden wir dann noch wahrscheinlich irgendwie hinkommen. Gott, oh Gott. Was ist mit dem los? Ach ja. Sollte schon irgendwie gelernt sein, ne? Er ist richtig, Kollege. Wieso nicht gleich so? Ja, jetzt haben wir jetzt recht keine Munition mehr. Leck mich, piep, piep, piep. Ich bin echt froh, wenn das Spiel durch ist. Ach, von dem Feuer wird er nicht kaputt gemacht. Das ist interessant. Ach, Mann. Geht doch. Schlüssel. Danke. So, weiter geht's. Das ist echt uncool gerade. Aber sowas von. Ich kann immer durchladen. Das, was wir noch an Munition haben. So. Ja, eine Spritze kann man ja schon mal nehmen. Und zwar an der anderen Bombe nicht vorbeikommen. Klick. So. Echt jetzt? Brenne. Wieso kann man die Bolzen eigentlich nicht wieder mitnehmen? Das ist doch hirnverbrannt. Kann man in jedem Kack spielen, nur hier nicht. Oh mein Gott. Ja, der wird wahrscheinlich sowieso. Als wenn.
Schon wieder haben wir nichts. Toller Kastensicherung. Die Frage ist nur, wofür. Aber erstmal drehen wir am Rad. Drehen wir am Rad. Und ich hämmer auf die Leertaste. Ah, okay. Das wird geflutet und das. Okay, gut. Eigentlich wollte ich einen Bolzen herstellen. Und zwar den da. Einen stinknormalen Bolzen. Dann mal auf in die gute Stube. Überall Kleber, aber nichts, was man wirklich gebrauchen kann. Zum Beispiel Munition. Hey, vielleicht kann man... den ja wenigstens... meucheln. Nein, er bemerkt einen natürlich. Okay, deswegen. Das war gescriptet. Da sollte der Tentakel kommen. Dann ist das wieder was anderes. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Dann einmal die Flinte durch. Wer weiß, was hier noch kommt. Dieses komische dieses Viech, zu dem der Tentakel gehört, ist mit Sicherheit der nächste Boss. Hundertprozentig. Das kann mir keiner erzählen, dass das kein Boss wird. Also. Gib es nicht. Da soll ich mich jetzt durchquetschen. Seid ihr des Wahnsinns? Ja, gut. Lass uns halt zerquetschen. Was? Wir kommen da durch? Cool. Mensch, was ist denn los heute? Ja, nein. Ah, eins, zwei, burn, baby, burn. Ah, selbstverständlich. Wobei. Selbstverständlich nicht. Bam. Die droppen noch nicht mal was. Das ist doch doof. Captain Eichhorn ist nicht begeistert. Gut, das müssen wir wahrscheinlich abschalten. Hier irgendwo weiter. Ist hier noch was? Nö. Ah, bitte.
Und der Knetsch da, der geht mit Sicherheit auch runter. Komm. Ja, hm? Ja, natürlich kann man den nicht. Natürlich, also... Mann. Stirb, du Bratze. Ich werde dieses Zielsystem in dem Spiel nie kapieren. Ich finde mich einfach unbegreiflich, wie der da jetzt daneben schießen konnte. Soweit ich das gesehen habe, war das Fadenkreuz auf dem Kopf. Zwar nicht genau mittig, aber auf jeden Fall dran. Na super. Ist ja schon wieder einladend hier. Ach, können diese Vögel mal aufhören zu spawnen, ey. So, komm her. Ich hab genug von denen. Kannst du laufen? Kannst du laufen? Sollst laufen. Dann halt so. Boah, wieso denn? Ey, dieses behinderte Scheißvieh. Mal kippen sie um, mal kippen sie nicht um. Also, dieses Spiel ist echt in der letzten Zeit... Mein persönliches Aufregerspiel schlechthin. Hallo? Ach, echt jetzt? Halt so. Verreck. Ja, natürlich haben wir keine Munition mehr. Och, jetzt leck mich. Ich renne jetzt an dem vorbei. Ich habe keine Lust mehr. Ja, als wenn, Digga. Piss dich. Ach, ich habe nichts mehr zum Abfackeln. Das ist interessant. Deswegen wollte der das eben nicht. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, komm mal jetzt hier vorbei. Teile, 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 Teile. Kann man mal wieder so einen Bolzen hier mitnehmen? Nee. Ja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich frage mich echt, wie man das noch hier noch schaffen soll mit so wenig Munition. Aber irgendwie muss man sich ja zur Wehr setzen.
Mal wieder die Zuflucht. Diesmal kein kleines schwarzes, aber ein Kartenfragment. Schwupp. Da wacht er wieder in seinem Bettchen auf. Gut, dann gehen wir nochmal speichern. Madame ist scheinbar immer noch lost. Ja, komm, kann man mal mit einem separaten Speicherstand speichern. Und dann gehen wir nochmal an den Adventskalender. So, was haben wir denn da? Glibberchen. Oh. Jetzt haben wir die 20.000 zusammen. Dann gehen wir auch nochmal kurz pimpen. Und buffen mal den Schaden vom Revolver aufs Maximum. Wollte ich ja schon die ganze Zeit machen. So, 200%. Wir haben ja wieder ein bisschen Munition. Jo, speichern wir nochmal. 16,5 Stunden schon. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange geht. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mit 10 Stunden gerechnet. Maximal 12, aber... Ja gut, wir sind auch ohne Ende gestorben. Jetzt haben wir 16,5 Stunden schon. Das ist schon was. Das ist ein Generator. Ich ahne schon, dass hier gleich wieder irgendwas kommt. Shit, this is dead. Ja, und eins fehlt. Wir haben zwei Stück von den Dingern. Gott, da ist das dritte. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Ach so, okay. Was so eigentlich? Wie jetzt? Ich will es aber eigentlich umdrehen. Na gut. Ey, seid doch Gaga, ey, ganz ehrlich. Das muss man doch irgendwie drehen können. Oder nicht? Auch nicht. Das auch nicht. Also das würde gehen. Jetzt ist der Lift an. So, jetzt sind alle an, auf jeden Fall. Damn it. What am I, an electrician? Okay. Was ist denn AP AUX? Okay, das ist ein Lautsprecher. Lift. Die Sicherungen sind auf jeden Fall gesetzt, aber wahrscheinlich. Nee. Ach Gott, oh Gott. Muss man das irgendwie anders machen? Mann. Kannst du nicht drehen, die Scheißdinger.
Gott, oh Gott. Nee. Piep, piep. Zumindest genauso wie vorhin. Ja, da kommt ja kein Strom durch. So, um den Strom da hochzuleiten zum Lifter. Geht ja nur mit dem T-Stück. Das funktioniert erst recht nicht. Bäb. Geht nur damit. Wie soll das sonst gehen? Ach, nee, ich bin auch doof. Ich bin doof. So, das war schon richtig so. Man muss das Scheißding nur wieder ankurbeln. Ja, was ich mal wieder nicht gesehen habe. Ah. Wie jetzt? Eieieiei. Ekelhaftes Drecksviech. Ja, da ist Tentakelviech, Tentakel, Hentai-Rape-Viech und Scheiße, ist das schnell. Und ich hab's auch gesagt, das ist der nächste Boss. Frage ist, wie. Okay. Ja. Aua, aua, aua. Geh weg, Mann. Ah, Gott, oh Gott. Okay, die Dinger abknallen. Zwei, drei. Aua. Ich hab dich gefunden. Nein, nein. Oh Gott. Wow. Verpiss dich. Geh weg.
Jetzt wird's aggro. Jetzt wird's aggro. Lauf, lauf! Boah! Da wird das Viech eine Schelle verpassen. Wo sabbert es runter? Da. Weg. Ich muss an die Munition ran. Eins, zwei, so. Boom! Kann das Kackvieh nicht einfach mal sterben, ey? Oh Gott. Ja, stirbt, stirbt. Ja, bitte. Ja, sorry, wenn ich so leise war jetzt, aber... Ja, ich wollte mich da jetzt einfach mal drauf konzentrieren. Gut, das war ja relativ einfach jetzt, auch wenn das sehr munitionslastig wieder war. Joa. Auf jeden Fall sind wir jetzt weiter. Kontrollpunkt. Einmal Spritze verbraten. Ach. Drück immer noch die falsche Taste. Jo, da haben wir nicht mehr viel. Da haben wir gar nicht mehr viel. Ach ja, Generator ankurbeln. Das machen wir jetzt noch. Komm. Strom. Die Tür ist aufgegangen. Gut, da wollen wir dann in der nächsten Folge zuerst reingehen. Und damit sage ich, ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin. Ciao.